Der Kollege Liebig hat jetzt Gelegenheit zu einer persönlichen Erklärung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung bittet um ein Ja, meine Fraktion empfiehlt ein Nein und ich werde gleich mit Enthaltung stimmen. Nur werden Sie sagen, dass der bequeme Mittelweg, der macht es sich ganz einfach. Mir ist ehrlich gesagt eine Entscheidung selten so schwer gefallen wie heute. Ich bin seit 1995 Parlamentarier und habe bisher immer mit meiner Fraktion gestimmt. Und das gemeinsame Abstimmen ist mir sehr wichtig, aber manchmal geht es eben nicht. Und ich möchte hier kurz begründen, warum ich das tue. Ich kann dem Antrag der Bundesregierung, der hier heute vorgelegt wird, nicht zustimmen, weil er, Herr Oppermann hat das zwar bestritten, aber ich wiederhole es hier nochmal, weil er das Ergebnis einer Erpressung der griechischen Regierung ist. Eine Erpressung deshalb, weil man hier mit einem Grexit gedroht hat, der für das griechische Volk eine unglaubliche Katastrophe gewesen wäre. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Verhalten von Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel hat mich entsetzt und enttäuscht. Diese Nacht in Brüssel war eine schwarze Nacht für Europa, an die wir noch lange denken werden. Ich verstehe die Argumente meiner Fraktion und anderer für ein Nein sehr gut. Ich kann Ihnen aber heute hier nicht folgen. Ich kann nicht Nein sagen, da die griechische Regierung und die klare Mehrheit im griechischen Parlament den Antrag gestellt hat, Verhandlungen jetzt zu beginnen, weil dem Land sonst eine humanitäre Katastrophe droht. Die Regierung Tsipras ist zu Kompromissen bereit, die sie selbst und viele Linke in Europa schmerzen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr weiß. Das kann ich nicht ablehnen. Dass sie dazu gezwungen sind, ist auch Ergebnis der Schwäche der Linken in ganz Europa und auch hier in Deutschland. Dem Irrsinn einer Politik, die auf Sparen in der Krise sitzt, haben wir zu wenig entgegengesetzt. Das muss anders werden. Ich möchte nicht mit jenen aus der CDU/CSU zusammen abstimmen, die einen Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone in Kauf nehmen wollen oder sogar wollen. Ich möchte nicht den Wunsch der Bild-Zeitung erfüllen, die seit Wochen auf unerträgliche Weise gegen Griechenland hetzt. Auch deshalb kann ich heute nicht Nein sagen. Und ich wünsche mir, anders als einige auf der rechten Seite des Hauses und in der Bundesregierung, dass die Regierung Tsipras nicht scheitert, sondern eine Chance erhält, mit der Politik ihrer Vorgänger zu brechen. Dieser Weg wird schwer und steinig und ist gepflastert mit unangenehmen Entscheidungen, aber ich möchte, dass sie ihn gehen kann. Und deshalb kann ich zum ersten Schritt dazu nicht Nein sagen und werde mich heute enthalten. Dankeschön. Wir sind damit